Hallihallo, Grindhouse Gaming hier mit einer weiteren Folge Ich hasse Caelid. Ja, ich habe das Spiel umbenannt, weil Caelid mich nervt. Aber nicht nur Caelid nervt mich, sondern auch General Radahn nervt mich. Wir werden es jetzt auch gar nicht mehr ohne probieren. Ich glaube, ich versuche es gleich mit Leuten. Und wir werden das hier jetzt auch zur letzten Folge machen, in der wir probieren, Radahn wegzunatzen, wenn es. Das war Fail, schön. Wenn es nichts wird, ihn diese Folge wegzuklatschen, dann machen wir erst nochmal was anderes, weil ich keinen Bock drauf habe, hier noch 50 Folgen zu stehen, weil ich krieg keine Runen, ich krieg keine Level-Ups, ich weiß nicht, wie ich es sonst hinkriegen soll. Ja. Schwierig, schwierig. Da fällt mir gerade ein. Mit der Qualle. Habe ich das schon probiert, ihn mit der Qualle zu vergiften eigentlich? Ich weiß schon gar nicht mehr genau, was ich letzte Folge gemacht habe. Ich bin. Letzte Folge war übel. Die war sehr übel. Ja, schön, hier kommt kein Mensch. Ja, gut, liebe Leute, dann gehen wir vielleicht doch nochmal ohne jemanden rein und schauen es uns an. Vielleicht wird ja doch was. Ich habe hier irgendwo ein Haar in der Optik. Schön. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann nur, weil ich ein Haar in der Optik kleben habe. Ein eigenes. Es hängt mir wohl noch am Kopf, das Haar. Ganz komisch. Das war knapp. Achso, stimmt, ich kann ja jetzt gar keine Dinge ins Kirchens mehr rufen, ne? Das war nicht knapp, das war doof. Oh Mann, Radahn, ey, du machst mich echt fettig, Junge. Ja, jetzt kommt natürlich das schöne Zeug hier. Da habe ich auch richtig Bock drauf. Ist dein Ernst jetzt? Tu das Note. Mein Freund. Ich sag's euch, ich sag's euch. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach aktiv mit rein. Ich vergift ihn und kämpfe einfach mit und gucke, ob das irgendwas bringt. Vielleicht auch nicht. Habe ich überhaupt noch Runen? Achso, null. Okay, das ist viel. Stopp. Oh, so nicht. Hör auf. Larry, hör auf, Larry. Oh Gott. Nö. Stopp. Stopp, bitte. Komplett verwirrt. Oh Gott. Ist das eine gute Idee, das zu tun? Nein. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich lebe gleich nicht mehr wahrscheinlich. Wo ist er? Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Oh mein Gott. Oh. Ich bin wahrscheinlich sowas von tot. Ich kann mich gerade lediglich noch durch meinen kleinen Anhänger wieder hochheilen. Ich habe auch ein bisschen Schiss, von ihm wegzugucken. Weil ich nicht weiß, wie schnell er mir hinterherkommt und mich tötet. Der ist hinter mir. Ich höre ihn, ich höre ihn, ich höre ihn. Ne? Schön, da ist er doch schon, der gute Herr. Hör auf, Mann. Bleib mir weg mit deinem Meteoren, ey. Das wird eh nichts, glaube ich. Das sieht nicht gut aus. Das Einzige, was ich machen könnte, wäre die Aggro hoffentlich irgendwann verlieren und ihn dann vergiften. Dann hätten wir eventuell vielleicht noch eine Chance. Aber ich weiß, ich habe die Aggro immer noch. Schön.
Ich will nicht mehr, ich will hier weg. Ich hab. Ich rufe Leute. Junge, Junge, habe ich jetzt mal Aggro weg oder nicht? Leid ist tot, das ist nicht schön. Ich hab. Ja, ich weiß, dass ich. Hallo. Ich wollte aufs Pferd hocken. Ich sag's euch, der geht mir so hart auf den Sack, dieser Radan. Ich habe in letzter Zeit ein paar Kommentare von euch gelesen. Ich bin zum Glück nicht der Einzige. Also es gibt durchaus noch mehr Leute, die genau mit diesem Boss Probleme haben, nicht nur ich. Es liegt wohl echt an Radan. Radan ist echt der schlimmste Lümmel, den es gibt. Ist das ärgerlich. Wir gehen noch mal rein. Das war kein schlechter Versuch eigentlich. Ich habe nur am Anfang ein bisschen arg Potions gewastet. Am besten ist, ich vergift ihn und probiere vielleicht ein bisschen reinzuhauen und dann gehe ich ein bisschen auf Distanz, warte bis Phase 2 und vergift ihn dann, wenn ich Glück habe, nochmal. Und dann können wir ihm ja schon fast beim Sterben zugucken, wenn er vergiftet ist. Wegen dieser blöden Nachricht, die da am Boden liegt, ey. Wer muss denn da auch eine Nachricht hinterlassen, Mensch? Das ist auch überhaupt nicht nervig. Oh Gott. Keine gute Idee, glaube ich, was ich da gemacht habe. Stopp. Puh. Glück gehabt. Yes, gedodged wie ein junger Gott. Oh, das war zu früh, aber ich habe es geschafft. Immerhin, okay, gut. Schöne Sache. Jetzt muss ich nur überleben. Ist ja einfacher gesagt als getan. Patches ist wieder in seine Welt zurückgekehrt. Sehr gut. Patches, bester Mann. Und was würden wir nur ohne Patches tun, ne? Ja. Ich glaube, ich weiß nicht. Ich bin, glaube ich, eher mal weg hier. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich helfen will, weil ich weiß, wie schnell der mich wegnatzt. Höchstens vom Pferd aus zaubern. Aber das Problem ist, er fliegt jetzt dann eh gleich weg, ne? Oh Gott. Mal gucken, ob ich treffe. Nö, natürlich nicht. Schön. Vielleicht treffe ich jetzt. Nee, schön. Exzellent. Versemmelt. Ich hasse Kaden, ich hasse Radan, ich sag's euch. Jetzt hätte ich ihm eigentlich ein Dings geben können, hab's wieder verpasst. Oh Mann. Der hat einfach alle zu hauen, außer Blight, oder wie? Blight ist noch da. Ja, ja. Come on, man. Ich kann nicht mal irgendwo hinlaufen und jemanden beschwören, ohne dass der mir gleich alles hinterher rotzt, was er hat, ey. Ist das nervig. Ich will nicht mehr, Leute. Ich habe keinen Bock auf Radan. Oh, zum Glück ist Caleb danach fertig. Ich muss dann nur noch in den Turm, wenn der weg ist, und dann war's das. Dann ist Caleb. Nein, oh Mann. So nicht. Ist hier denn echt niemand, der helfen will? Ihr macht mich echt fertig. Bin ich underleveled oder was ist los? Ich bin Stufe 58 oder bin ich zu high level? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Jetzt habe ich das Ding wieder weggeklickt. Krummfingermedizin. Ach, guck an. Arthur T. Stern Stern Imson. Keine Ahnung, was er da geschrieben hat. Schön. So, hallihallo, da sind wir wieder. Das Spiel hat sich verabschiedet. Das Spiel hatte keine Lust mehr. Ich habe den Typ beschweren wollen hier und zack, bumm, Spiel war zu.
Ich weiß nicht, ob das an ihm lag, ich weiß nicht, ob Hacker oder nicht, oder ob es einfach nur am Spiel liegt. Es hat sich einfach geschlossen. Wahrscheinlich hat es dem Spiel nicht so gefallen, wie ich über Radahn herziehe. Aber Radahn ist echt so ein nerviger Bock, ey. Ich habe keinen Bock mehr auf den Bock. Ohne Witz. Ich hoffe jetzt, dass wir den Bappen aus der Welt geschallert kriegen hier. Hallöchen, ihr zwei. Ich hoffe, ihr könnt was. Ich hoffe, ihr könnt mehr wie ich. Seid ihr dabei? Seid ihr am Start? Seid ihr parat? Habt ihr Bock? Dann geh mal rein. Ja, schön. Jetzt darf ich nur nicht vergessen, nachher den Totalausfall des Spiels rauszuschneiden. Sonst, ja. Sonst wird das spannend. Wenn ich es rausschneide, können wir das Video ein bisschen länger machen, weil es spart uns ja ein bisschen Zeit ein. Wäre gar nicht mal so verkehrt. Wenn ich es vergesse, tut es mir leid. Aber normalerweise, wenn es zeitlich hinhaut, gehe ich jetzt dann nach dem Video aufnehmen sofort ans Schneiden. Dann dürft ihr es eigentlich gar nicht vergessen. Ich verspreche aber vorerst mal nichts. Ne? Wenn der mich jetzt getroffen hätte, wäre vorbei gewesen. Ne? Ohne Witz. Das wär's gewesen, liebe Leute. Das wär's gewesen. Gut, der spuckt ihn schon mal mit der Dingplörre an. Dann spuck ich vielleicht meine Giftplörre rein. Vielleicht aber auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich das machen will. Er hat Scharlachfäule drauf jetzt. Okay, tschüss. Mann, ey. Ja, die hauen dem gerade alles an den Kopf, ne? Hoffen nur, dass der mir nicht gleich alles an den Kopf haut. Am besten greife ich ihn jetzt gar nicht mehr an. Dann überlebe ich das vielleicht. Oh Mann. Ich wäre so froh, wenn das klappt. Ich wäre so froh, wenn das klappt. Ich habe keinen Bock mehr auf Radahn. Ich will nicht sterben jetzt bitte. Ist er schon weggeflogen? Er ist noch nicht weggeflogen. Er müsste jetzt. Da fliegt er schon. Ich muss mal gut aufpassen. Oh Gott. Jetzt bin ich hier fast noch reingerannt, ey. Oh mein Gott. Nicht auf mich, Freund. Nicht auf mich. Ich habe keine Zeit für deinen Schabernack. Oh Mann, ey. Ich spiele jetzt einfach safe, liebe Leute. Ich spiele safe, ich bleibe hier stehen. Ich will Radahn nicht mehr sehen. Ich will, dass der weg ist. Ich lasse die zwei das jetzt einfach erledigen. Ich hoffe, ich überlebe es. Für guten Mescher einfach mal einen Heiltrank reinpfeifen. Oh mein Gott, Leute, bitte. Bitte. Tut mir das jetzt nicht an. Oh, was mache ich? Warum tue ich das? Ja, easy war das, ne? First try. Weißt du Bescheid? Ihr seid die Besten. Ich küsse euch, ne? Falls ihr das Video seht, ne? Fühlt euch geküsst, ihr zwei. Ihr seid die Besten. Holla die Waldfee, endlich. 2,5 Folgen lang hat er mich jetzt genervt. Dusch. Der Adler ist gelandet. Okay, der Adler ist jetzt gelandet, glaube ich. Ja, ich bin blind. Okay, danke schön. Danke dafür. So, liebe Leute. Eine rote Markierung wurde auf der Karte platziert. Das ist auch neu. Da hinten dran, da lebt wieder die Katze. Ach, guck an. Ja gut, das gab es früher auch nicht. Da war keine Markierung. Also in den ersten Tagen des Spiels gab es keine Markierung. Aber da waren auch keine Charaktere auf der Karte. Da musste man selber rausfinden, was passiert ist. Aber ich glaube, wenn man hier irgendwo mit da oben mit Blight redet, sagt er einem eh, dass da irgendwas in Limgrave, glaube ich, eingeschlagen hat oder so. Aber ich werde jetzt zuallererst hier mal ganz kurz, zack. Dann reden wir mal mit
Blight. Ah, gut. Ich hab auf euch gewartet. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Eine wirklich kranke Art zu kämpfen. Hm? Der Ruhm der Schlacht gebührt euch. Euch und Radahn. Hm. Der Ruhm gebührt mir nicht. Und habt ihr das gesehen danach? Eine Sternschnuppe direkt vor unseren Augen. Ich fasse einfach nicht, wie Radahn so etwas Gewaltiges aufhalten konnte. Er war wirklich eine lebende Legende. Und nun ist der Weg frei. Nach Nokron, wo Rannis Schicksal entschieden wird. Treffen wir uns dort, wo der Stern auf die Erde fiel. Gemeinsam werden wir wieder unsere Schwerter heben für Herrin Rani. Yes, das machen wir, Freund. Treffen wir uns dort, wo der Stern auf die Erde fiel, wieder Seite an Seite. Ups. Der Stern auf die Erde fiel und wir ziehen wieder in die Schlacht, Seite an Seite. Meine einzige Aufgabe ist, für Rannis Schicksal zu kämpfen mit Schwert und Zähnen. Bühne frei für den letzten Akt. Schön. Und da unten ist der Alexander. Der ist, glaube ich, ein bisschen gekränkt nach dem Kampf, ne? Ah, hallo. Was für ein grandioser Kampf. Ihr seid wahrlich ein echter Held, mein Bester. Tja, klar, ich habe auch so viel gemacht. Ich, andererseits, bin so gut wie nutzlos. Ein Schlag und schon war ich entzwei und meine Innereien fielen heraus. Mahlzeit. Danach habe ich mich wie ein Feigling versteckt. Das sah für mich aber anders aus. Und daher wage ich kaum jemanden wie euch auch nur unter die Augen zu treten. Okay. Ah, aber glaubt nicht, dass ich schon aufgebe. Zu meinem Glück gibt es hier einen wahren Berg aus Leichen gefallener Krieger. Wenn ich einfach nur ein paar in mich hereinquetsche, bin ich ihm nur wieder ein mächtiger Krieger. Lecker. Und nur, dass ihr es wisst, diese Leichen hier sind exquisit. Ja, merci, dankeschön. Aber was sollte man auch anders erwarten von Kriegern, die in der Zertrümmerung gekämpft haben, dem größten aller Kriege? Wartet es nur ab, mein Bester, bald bin ich noch stärker. Wartet es nur ab, schon bei unserer nächsten Begegnung. Wo ist die überhaupt nochmal? Ich weiß gar nicht genau. Auf dem Berg, glaube ich. Die Leichen hier sind exquisit. Aber was soll man auch von Kriegern erwarten? Genau, er wiederholt sich, mit Blighthammer geschwatzt. Dann werde ich jetzt ganz kurz hier ausrasten oder nur ein bisschen rasten. Ich könnte ausrasten, wir haben den guten Dulli besiegt. Ich glaube, ich war letztes Mal dran, Geist zu skillen wegen FP. Dann machen wir noch ein Pünktchen rein. So, und jetzt, liebe Leute, wir haben noch ein bisschen Zeit auf dem Tacho. Deswegen gehen wir jetzt noch hier nach hier hinten, weil da ist ein Dungeon im Bosskampfgebiet drin. Ja, habe ich zuerst auch nicht gedacht. Ich musste auch wirklich bei Google auf so einer interaktiven Elden Ring Karte suchen, als ich mal alle Dungeons machen wollte. Auf meinem Main Charakter habe ich alle Dungeons im Spiel erledigt, so ziemlich alle, also alle, die auf der Karte waren. Und das hier ist schon ziemlich gut versteckt, weil wer rechnet damit, dass in der Bosskampfarena ein Dungeon ist? Muss nur noch mal genau gucken. Ich glaube, das ist noch weiter hinten. Das ist am Arsch der Arena. Ja, dann schauen wir, ob wir uns da noch durchgekämpft kriegen heute. Von der Zeit her könnte es vielleicht hinhauen, wenn es nicht allzu groß ist, das Ding. Und dann werden wir nächste Folge noch den Turm von Caelid begutachten. Radahns Rune aktivieren. Wo war denn das Ding jetzt nochmal? Das muss doch hier irgendwo sein, oder bin ich schon dran vorbei? Ja, dann werden wir noch den Turm von Caelid betreten, durchzementieren. Ja, und dann geht's nach Nokron, hätte ich gesagt. Rannis Questline machen, liebe Leute. Da hinten ist die Tür. Ich bin mal gespannt, wie das wird. Gespannt wie Flitzeboge. Ich bin mir nämlich nicht so sicher, ob Nokron wird, glaube ich, schon eine ziemlich harte Nuss werden als Magier. Als Zauberer hat man hier eh irgendwie ein bisschen die A-Karte. Vor allem, wenn man so spielt wie ich. Ich habe gesagt, ich mache das hier ziemlich blind, ne? Ich warte lieber, bis ihr mir Tipps gebt, von wegen, da gibt es einen guten Zauber oder einen guten Stab. Ich gehe nichts googeln. Deswegen, das könnte eine harte Nuss werden. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich noch bessere Zaubern alles aufgabeln soll überhaupt. Keine Ahnung, wie heißt denn das Ding? Katakomben der Kriegsopfer. Ja, schauen wir uns mal an, das Ding. Herbeirufungsreserve aktiv. Schauen wir mal da rein. Es gibt ein paar Dungeons, da muss man auch mal seitlich irgendwo runterhüpfen. Ich hoffe mal, das gehört nicht dazu. Dich machen wir wieder aus. Wie gesagt, das mit Radahn war jetzt wirklich nur äußerster Notfall.
Ich habe gesagt, ich hole nur. Oh nein, das ist das Ding. Oh Gott. Schöne Sache. Ja, komm du mal her. Ja, ich habe gesagt, ich hole nur im äußersten Notfall Hilfe von anderen Spielern. Aber ich fand das jetzt schon irgendwie ein bisschen. Das war so fail, was mache ich eigentlich? Ich fand das jetzt schon ein bisschen notwendig bei Radahn, weil ich will jetzt nicht unbedingt 5 Folgen nur gegen Radahn kämpfen, dann kommen wir zu nichts mehr und ich bringe ja nur eine Folge pro Woche, weil es zeitlich nicht anders geht. Deswegen will ich nicht nur gegen Radahn kämpfen, 5 Wochen lang oder so. Wir waren jetzt praktisch schon 2 Wochen dran, bis wir den endlich weggenatzt haben, beziehungsweise 3 Wochen, bis das Video kommt, wo wir ihn jetzt endlich wegnatzen. Ich finde, das ist lang genug. Das ist das Dungeon, in dem man Runen farmen kann, actually. Da kann man sich anscheinend in irgendeine Ecke stellen oder man konnte das. Und dann haben die einen nicht angegriffen und dann kommt man schön die Runen farmen, weil wenn die sich gegenseitig töten, kann man dann einfach da reinlatschen und sich die Runen krallen von denen. Beziehungsweise die Runen fliegen einem ja dann zu. Kommt der jetzt zu mir? Du Dulli, ey. Freund Schnürschuh. Ja, hör halt auf, oder? Ajo, komm. Warum nicht gleich? Ich bin hier definitiv falsch. Ich will hier weg. Ich will von Caelid weg. Ich habe keinen Bock mehr auf das Gebiet, ey. Es ist nix so ärgerlich und nervig und eklig wie Caelid, ich sag's euch. Ohne Witz. Geht nicht. Das ist einfach nur richtiger Ranz. Liegen jetzt meine Runen hier vorne zwischen diesen ganzen kämpfenden Irren oder was? Ja, das sind sie. Ich weiß nicht, wie weit ich hier durchrennen kann. Weil da oben sicher noch mehr auf mich wartet. Schön. Ein Blümchen. Toll. Gräbertal Lilie 6. Ja. Wenn jetzt da keiner die Treppe hochkommt, werde ich einmal mit dem Bogen reinschießen. Das macht nicht wirklich große Schmerzen, so wie es aussieht. Du Elender, du. Ja, das ging auch gar nicht lang jetzt, ne? Schön. Gegen so einen will ich eigentlich jetzt erst recht überhaupt gar nicht kämpfen. Das Problem ist, die respawnen halt die ganze Zeit, ne? Das ist hier ein unendlicher Kampf, glaube ich, den die da führen. Und da oben geht es, glaube ich, weiter. Magiefett. Ich habe auch keine Ahnung, was da drin los ist. Weiß auch gar nicht, ob ich es rausfinden will. Oh Gott. Genau. Ach ja, natürlich. Was war das gerade für ein Pfeil? Was war das gerade für ein Pfeil? Der hat doch seinen Bogen gerade erst aufgezogen, oder bin ich jetzt komplett blind? Hä? Okay. Entschuldigung. Ich will nicht mehr. Ich will weg aus Caelid. Meine Fresse, ey. Jo, lass mich mal bitte hier durch. Ignoriert mich doch einfach. Ach so, klar. Du Sack. Komm, steh auf. Komm, leg dich hin. Oh Gott. Oh, das war gut getimt jetzt. Der kriegt ja null Schaden, kann das sein? Wo geht's hier lang? Stopp. Ich glaube, das mache ich besser nicht. Mann, ey. Was für Nervsäcke sind das denn bitte? Der hält so viel aus, ist das zu fassen? Oh nee. Da habe ich jetzt sehr viel Bock drauf, dass der erst mal so ein Schwert auspackt, ne?
Ja, natürlich, Bruder. Warum auch nicht? Wieso one-hittet mich eigentlich alles in diesem Spiel gerade? Ich verstehe es nicht. Ich glaube, wir gehen jetzt einfach in den Turm dann. Ist das übel? Ich will jetzt nur meine Runen wieder haben, bitte. Oh Mann, ey, ist das nervig. Oh, ist das richtig nervig, ist das. So übel, jetzt muss ich da oben wieder reinrennen, ohne zu sterben. Oh, holla die Waldfee, ey. Stopp. Hör auf, so komisches Zeug zu zaubern, wenn ich hier durchlaufe, bitte. Und du schießt nicht auf mich, mein Freund. Ich springe jetzt einfach mal hier raus. Oh Gott. Nein. Kleiner Sack, du. Komm weg mit dir. Du Schmodderich. Ich glaube, das war die schlechteste Idee, die ich jemals hatte, hier rauszuspringen. Sag mal, geht's noch? Ist ja echt, du. Was habe ich mich da wieder eingelassen? Ich habe halt auch keine Ahnung, wo ich hier lang muss. Da ist was hinter mir. Ich höre es. Natürlich, Freund. Komm. Warum one-hittet mich alles? Habe ich einen Debuff drin? Ich verstehe es nicht. Sind die alle zu overpowered? Bin ich echt noch so underleveled oder was? Wie soll ich jetzt da unten mein Zeug holen? Oh Mann, ey. Jetzt muss ich da hochrennen und gleich zum Fenster raus. Das wird toll. Das wird sehr toll. Das wird eine sehr, sehr angenehme Sache. Eher nicht. Oh mein Gott. Ja, schön. Der schießt natürlich auf mich, warum auch nicht? Der schießt auch auf mich, warum auch nicht? Alle haben es auf mich abgesehen, warum auch nicht? Gib mir meine Runen. Mhm. Ich habe echt keine Ahnung, warum mich hier alles eigentlich one-hittet. So gut wie. Ich verstehe es nicht. Wo ist der andere da? Der Flammentopf-Schmeiß-Dude. Oh Gott. Schön. Hält auch nichts aus, ne? Gar nichts. Nee, nee. Weg mit dir. Wo ist der nächste? Wo hing der Dude? Nicht, dass er jetzt gleich kommt. Lügner voraus. Wo bist du? Aha. Oh Gott, ey. Komm. Schreien jetzt so rum, du. Jesus Gott, ey. Oh, kommt die Katze noch von der Seite und erschreckt mich. Oh, Junge, Junge, Junge. Kann nicht mehr. Vorsicht vor links. Scharlachfäule vor. Ach nö, ey. Ja, genau. Was ist da los? Sind die da am Kämpfen oder was? Ist das der Raum, aus dem ich gekommen bin? Oder gekommen wäre? Aber wo geht's dann weiter hier? Lügner voraus. Vorsicht vor rechts. Kein verborgener Pfad voraus. Vorsicht vor bösartiger Personen. Bin ich hier unten jetzt komplett umsonst oder wie? Das ist ja sehr geil. Ja, schön. Sehr schön. Ja, hier ist halt echt Scharlachfäule. Oh Mann, ey. Okay, cool.
Hier geht nichts. Da ist eine Kiste. Ja. Gucken wir doch mal, was ein Level-Up wert ist. 20.000. Ja, dann wisst ihr was. Scheiß auf die Runen. Da unten komme ich eh nicht mehr lebend raus. Hier tötet mich ja echt alles, ey. Wir machen das jetzt ganz anders. Wo geht's jetzt hier nochmal zu dem Turm? Da ist er. Westlicher Drachenhügel. Ich glaube vom Drachenhügel, genau. Vom Drachenhügel aus. Ich sag's euch, ich will Caelid einfach nicht mehr sehen. Ich hab Schnauze voll von Caelid. Ich werde jetzt, glaube ich, noch den Turm einfach hochkrabbeln, wenn das überhaupt möglich ist, ohne dass ich sterbe. Und dann ist Essig, dann ist Ende. Dann gucken wir, was wir nächste Folge machen, ob Nokron schwieriger wird oder nicht. Ich habe keine Ahnung. So, jetzt passen wir auf. Hier muss man doch, glaube ich, rüber, ne? Doch, auf die Wurzel, oder? Oh mein, oder nebendran, genau. Kann man natürlich auch machen, wenn man keinen Bock hat. So, jetzt am besten erst auf dem Pförtchen runter. Die kleinen Stinker hier. Ich habe keinen Bock, gegen euch zu kämpfen auf diesem schmalen Grat. Weg mit dir. Ja, deine Ausrüstung hättest du da lassen können. Danke. So, dann gucken wir mal. Schauen wir uns mal um. Ich bin hier schon ein paar Mal hochgekraxelt, aber ich kann mir den Weg nie merken. Man muss noch irgendwo über so Dinger hüpfen und irgendeine Leiter muss man, glaube ich, auslassen oder so. Da muss man, glaube ich, rüber hüpfen. Vielleicht sind wir jetzt aber auch komplett falsch, wer weiß. Puh, das war scheiße knapp. Das wäre jetzt beinahe nochmal ins Auge gegangen hier. Schön, das nehme ich dankend an. Scharlachroter Tabard. Oder Tabard. Keine Ahnung. Höre ich zum ersten Mal. Sehe ich auch zum ersten Mal, wahrscheinlich. Noch nie drauf geachtet. Daran wird es liegen. So, kein Objekt voraus. Dann müssen wir, glaube ich, hier lang, ne? Hüpf. Ich hasse es, über diese Dinger hier zu hüpfen. Ups, das tut mir nicht leid. Ist er tot oder nicht? Oh Mann. Loch voraus. Ja, danke schön. Danke für die Information. Gott, oh Gott. Klettern. Ja, ich kann fast nicht klettern, wenn da Nachrichten sind. Wir kommen auf die glorreiche Idee, hier überall Nachrichten hinzuklatschen immer. Sowas habe ich zwar auch schon gemacht, aber... Ja, das verraten wir jetzt einfach niemandem. So, haben wir es geschafft. Sind wir oben. Da ist ein Site of Grace. Ja, Heiliger Turm von Caelid. Das ist sehr schön. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob der in zwei Richtungen geht, der Turm. Hier geht's hoch, da geht's rein, oder? Kann das sein? Ja, genau, da geht's rein. Das heißt, wir gehen jetzt einmal hoch und aktivieren die große Rune. Kann sich nur um Stunden handeln, bis wir da hochgelaufen sind. Ups, hier müssen wir hin. Ja. Ach, liebe Leute, ich sag's euch, Caelid ist echt das Schlimmste, was es gibt. Ich hab so keinen Bock auf Caelid. Zum Glück sind wir so gut wie durch. Also wir gucken uns den Rest einfach gar nicht mehr an. Wir gehen einfach. Das ist dann... Vielleicht holen wir es irgendwann mal nach, wenn ich Level 300 bin. Jetzt sagen wir, wir machen jetzt erstmal Nokron, wenn wir es überhaupt hinkriegen. Und dann... Ja, schauen wir mal, ob wir danach nochmal in Caelid ein bisschen Unruhe stiften oder ob wir dann in das Altus-Plateau gehen und Richtung Late-Game/Endgame so langsam, damit wir mal wieder was anderes spielen können. Muss erstmal noch überlegen, was überhaupt. Irgendwas werde ich finden, was dann den Platz von Elden Ring einnimmt. Ich hätte ja fast gesagt Dark Souls 3, aber das ist leider auf meiner PS4, die gestorben ist. Das habe ich leider auf dem PC nicht, da müsste ich nochmal Kohle hinblättern dafür. Fraglich, ob ich das will.
geil ist es schon. Also Dark Souls 3 finde ich fast noch einen Ticken besser wie Elden Ring. Das habe ich aber auch viel, viel mehr gespielt. Also da habe ich ja auf einem Charakter schon die Spielzeit, die ich hier vom kompletten Elden Ring habe. So. Wir gucken mal, was wir machen. Vielleicht fangen wir auch was ganz anderes an und spielen My Little Pony oder Barbies Reiterhof oder so. Wer weiß. Ja, alles möglich, ne? Ich verspreche nichts. Nein. Nee, Barbies Reiterhof wird es auf jeden Fall nicht, liebe Leute. Aber wir beenden die Sache jetzt hier. Wir gehen dann in den Turm rein. Ich glaube, das ist der Turm, in dem man nach unten noch irgendwie rumeiern kann. Aber wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für den Support. Ich bin raus. Schaut gerne mal auf dem Kanal vorbei, wenn ihr es nicht aushaltet, bis zur nächsten Elden Ring-Folge. Wenn nicht, dann hören wir uns genau da in der nächsten Elden Ring-Folge. Bleibt so geil, wie ihr seid, oder werdet sogar noch geiler. Ich bin raus. Ciao, ciao.